So, Freunde, willkommen zurück zu Pokémon der Kristall. Oh yeah. Boah, Leute, ich bin da total im Eimer. Aktuell ist gerade dieser Sturmtag draußen, Alter. Der ist richtig schlimm überall. Boah, und ich musste heute Abend sogar noch raus mit dem schlimmsten Wind, ey. Und dann im Theater war noch irgendwie so, oder war man so schläfrig. Und oh, ich bin heute total ein bisschen, ich bin ein bisschen fertig heute einfach. Ist aber nicht schlimm. Morgen ist wieder Action und so, ne? So. Ich würde sagen, jetzt, wo wir schon mal hier sind, wollen wir gleich die dritte Arena machen. Also, boah, nach der Kanto-Reihenfolge. Und ich dachte mir, so gibst du, Jones hat die Flinkklaue, gibst du Pity Kitty einfach das Münzamulett. Weil ist ja eine Frau und so, die trägt ja gerne Amulette. Haha, Klischee bedient. Da, Major Bob hat mein Talent für Elektro-Pokémon erkannt. Glaubst du, kannst du mich besiegen? Sehe ich, dass Major Bob nicht dein Talent für Baumeister erkannt hat oder so? Oh Gott, wie sieht er denn aus? Er sieht eher aus wie ein Antitalent für Musik, aber egal. Da, da, da. Hier hat man jetzt übrigens eine andere Battle-Mucke, die sehr an die erste Generation erinnert. Wow, 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 wow. Hier, frisst mein Psy-Strahl, geh down. Das dürfte sogar vielleicht reichen, auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Einfach weil, ja, genau, trollololol, du bist einfach 20 Level unter mir. Du hast überhaupt nichts gegen mich in der Hand. So, und das kann ich auch schon wechseln, weil ich Bock hab. Oh yeah, Voltoball. Voltoball. Weißt du, was kannst du eigentlich auch weitermachen? So, ich hab mir überlegt. Tschüss, Mann, du Affe. Und tschüss, du Affe. Down. So, und tschüss, du Affe. So. Das ging noch flott, Freunde. 2000. Oh nein. Ich werde dich fertig machen, Alter. Du wirst gleich einen Schlag bekommen. Ich mach dich Messer. Was, Bibo? Ein Türke. Oh nein. Nix gut. Nee, ein Jongleur. Ignaz. Bist du der komische Champ aus der 5. Generation? Ist der nicht auch Ignaz oder sowieso? Ach, weiß ich, hab ich Ahnung. Nein, hab ich nicht. So, Psy-Strahl, ich bin trotzdem schnell, auch wenn du mit fucking Elektroball bist, was extrem schnell ist. Ist mir scheißegal. Ich grill euch alle mit Psy-Strahl. Oh, oh, geil. Pity Kitty lernt, versucht Psy. Versucht Psychokinese zu erlernen. Das würde ich doch sehr bevorzugen hier für. Ganz ehrlich, was will ich mit Ruckzucki, ja? Dann nehme ich es lieber für die AP mit, auch wenn drei Psychoattacken ja wie ein bisschen doof ist. Hab sonst so wie keine Alternative irgendwie richtig. Noch ein dummes Elektroball. Das geht gleich kugeln. So, jetzt hier einmal Psychokineser. Wudu, Crimson. Dann hat Haut da mal richtig rein, aber da hat auch schon ein läppischer Psychstrahl wie bis vorher gereicht. Boah, wie er einfach mit seinen Kack-Pokémon hier rumspammt. Die Nobody Likes Them. Das ist voll schlimm. So wieder Massive Money. So, du Stinker, du bist der Nächste hier. Du musst mich besiegen, Alter. Du musst mich... Achso, das ist ein Gentleman. Oh, Pikachu. Oh, Level 37. Nice one. Geht aber trotzdem von einem Psychstrahl wahrscheinlich hops. Tschüssikowski. Yay. Yeah. Ein Vati. Ebenfalls ein Pokémon, was nach einem Psychstrahl hops gehen sollte. Tschüssikowski. Down. Ah, Major Bob, der Baumeister. Es tut mir leid. Major Bob. Der Baumeister, Mann, ist so richtig cool. Da, da, da. Du Windelpupser! Ich habe die Liga gewonnen und du bist ein kleiner Stinker mit Pokémon Level 30 an. Das muss ich dir lassen, es ist nicht sehr weise, mich herauszufordern. Ja, du musst gerade von Weise reden, Mr. Muskelprotz, aber ist egal. Aber es ist mutig. Wenn es um Elektro-Pokémon geht, bin ich die Nummer 1. Ich habe das Schlachtfeld nie als Verlierer verlassen. Tja, gib da mal erstmal, ich grille dich, wie ich es mein Feind im Krieg tat. Yay, er grillt sie. Oh, Kannibale! Wie sieht er denn aus? What the fuck? Raichu, yay. Ein fettbäuchiges Pikachu sozusagen. Oh, Level 44, wow. Das ist ja mal ein halbwegs anständiges Level. Sollte trotzdem keine Herausforderung sein. Swudu-Modus. Tschüss, du fettbäuchiges Pikachu. Du bist noch nicht down. Euer Bashman Donner rein, das sollte ich eigentlich wegstecken können. Yep. Oh nein, du Gagspaten. Jetzt bräuchte ich tatsächlich meinen Rückzugieb. Das ist ja mal richtig. Ich fail. Schaffe ich aber trotzdem, Leute. Keine Sorge. Eine Confusion hinterher und es sollte doch dicke ausreichen. Tschüssikowski. Warte, ich hab da doch nur ein Pokémon. Wenn das wie früher ist. Nee, er hat 5. Wow. Das ist ja fett, ne? Dann Jones, mach du das mal hier.
Gegen dich können sie nämlich überhaupt nichts. Denn du bist ein Steinboden-Pokémon. Trollololol. Und das ist auch nur Level 40. Das takes du locker wieder. Takes down. Earthquake. Nein. Don't do this shit with Doppelteam. Ich hasse diese Attacke. Die ist einfach... Ja, genau. Du willst wieder verarschen. Ja, Crimson. Flinkklaue hat gegriffen. Und das Erdbeben trifft. So. Das Elektroball ist voll versifft. Down. Los, wut, voll viel XP und so. Ja, nicht. So eine Electek. Die können mir alle überhaupt nichts hier. Die haben jetzt so ziemlich. Da kannst du doch so viel bzzz machen hier, das. Ja, das wird extremst viel abziehen. Hier, 4 Damage. Auf gleichem Level. Crimson. So sieht eine Attacke aus, Kumpel. Swoot. Einfach mal down. So. Twing. Don't erreicht Level ab. Don't erreicht Level ab, ja, Level 47, so rum. Dum, dum, down, dum, dudel. Jetzt hat er bestimmt noch ein Zapdos. Ist doch voll cool, wenn wir die so eine coolen Pokémon hätten irgendwie. Weil 3 Elektroballs und ein Raichu ist doch schon ein bisschen einfallslos, ne? Obwohl, er hat nee, 2 Elektroballs, er hatte noch einen Electek. Entschuldigung. Und das dritte Pokémon, also das fünfte, kenne ich noch nicht. Ja, du bist down. Dass die HP-Leiste aber so lange braucht, bis sie sich entschieden hat, einfach mal zu verrecken. Ein Magneton, ja, das ist auch mal cool. Aber das dürfte noch nicht mal schneller als ich sein. Ja, da kannst du nur so beep, 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 beep machen hier. Da. Tschüss, Mann. Down, Crimson. So. Tschüss, Mann. Down. Swoot und gibt doppelt Geld. Geil, Later Major Bob hat verloren. Ah, du bist stark. Okay, wenn ich duellst, den Donnerhorn. Thanks und Massive Money. Kai erhält den Donnerorden und sein 9. Orden. What the fuck? Der Donnerorden hat die Initiative wieder an Pokémon. Was ich immer nicht verstehe. Blablabla. Ich bin stolz darauf, die besiegt zu haben. Warum musste man hier nicht diese scheiß Schalterrätsel machen? Naja, wäre auch ganz gut gewesen, weil die Lederarena, da sind ja hier voll Pillepalle. Dagegen wäre das Eimerrätsel gerade eine echte Herausforderung gewesen. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge man die Ohren hier machen kann. Das Geräusch gerade, wo sie die Bälle gehen. Voll cool. So, ich glaube, wir können auf Latania City flitzen. Über den Diktatunnel. Ah, nee, geht ja nicht. Da ist ein fettes Vieh im Weg. Ich komme dafür leider zu spät. Mein Teddiosa ist das niedlichste der ganzen Welt. Das andere, der andere sagt bestimmt jetzt daneben. Mein Osaurus ist das stärkste der... Oder irgendwie so ein Scheiß. Jo. So, guck mal, Kumpel. Hier, kennst du? Tschüss, down. Zack, ging das nicht schnell. Ja. Oh, 5600 Kröten, Alter. Geil. Ja, der Teddiosa ist das niedlichste der Welt, ja. Du hast gar keinen Teddiosa, Kumpel. Du hast aber einen Funpi. Das hätte ich auch gerne. Das ist cool. Ich mag Funpi. Funpi ist einfach nur... Funpi! Das ist einfach nur sweet irgendwie. Das ist einfach nur niedlich. Das gibt's ja nicht für Pokémon. Huhu, Pokémon! Hallo! Ein Magnetilo habe ich selber und meins ist viel cooler. Oh Gott! Nee, den würde ich keinen Angriff. Tschüss, Mann! Jong, jong, da bin ich durch. Die Straße zum Kraftwerk bleibt durchschwemmt, bis das Problem gelöst wurde. Was hast du für ein Problem? Ja, löst mal ein fettes Bauchproblem, Kumpel. Hier geh ich. Hier kann ich einfach durch nach Symphonia City. Geil, hier kann man irgendwo diese komische Metallbahn in Betrieb nehmen. Ist das nicht hier? Ich möchte meinen, das war in Symphonia City. Ich weiß es echt nicht mehr. Was ist hier? Haus von Psycho. Ah, gibt's hier nicht Psychokinese-Themen? Heim ist das Psycho. Hm. Ja, danke. Ja, genau. Danke für Psychokinese, du Arschgeige. So, wer bist du hier? Du bist von unten gekommen. Wenn der Magnetzug läuft, bist du ganz schnell wieder zu Hause. Ja, das finde ich cool. Weil aktuell ist noch unter 0 Uhr. Hier war ich schon, also nee, ich brauche mich nicht heilen, sagen wir es mal so. Drinne war ich hier noch nicht. Nee, müssen wir eigentlich das Hilfkugelgebäude machen? Boah, finde ich voll asozial. Da hab ich keinen Bock drauf. Das wäre einfach nur behindert. Dup, dup. Voll auch so schlau, ja. Hier hat man irgendwie Häuser kreiert, die keine Türen haben. Der Architekt gehört geschlagen. Mampf, Mampf. Wie ich höre, baut sich ein bisschen Kraftwerk zusammen. Mampf, Mampf. Oh Gott. Überall verfressene, fette, stinkende Dreck. Nee, egal. So, hier kann man denselben Käse kaufen wie unten, glaube ich. Ich war da nicht zwischendurch im Markt.
Ja, ich hab geguckt, was es da so gibt. Was gibt da? Gibt's Laden, ne? So, hier sind die Kampfarena-Fritzen. Yay. Und so, danke. Fokusband. Wo kriege ich jetzt Sichler oder Nocturne her? Es geschieht, was geschehen muss. Feinde, wo man hinsieht. Hey, kämpf mit mir. Ich will mein Kampf-Pokémon haben. Hallo, der Karate-Meister, der Leiter der Karate-Dojo, übt in einer Höhle in Johto. Cool. Und wo finde ich den? Aha. Ja, keine Ahnung, wo das sein soll, aber ich bin mir sicher, einer von euch wird es mir verraten, nicht wahr? So, was ist hier? Ah, hier geht's weiter nach, ich glaube nach, Azuria City, I believe so. Hier ist der Magnetzug, kannst du mich schon fahren? Es tut mir leid, der Magnetzug ist im Moment nicht in Betrieb. Scheiße, das ist a fail, Mann. Vor allem, wo ist hier? Wo sind die Schienen? Hat das Ding keine Schienen? Nein, das fliegt einfach irgendwie durch die Luft oder so. Wie konnte man den Magnetzug nochmal in Betrieb nehmen? Ich habe keinen Plan. Oh Mann, nein, wie doof. Meine Tochter macht gerne Menschen nach. Dieses Hobby hat ihr den Spitznamen Nachahmerin gebracht. Gibt die mir ja ohne TM? Meine Tochter ist sehr ich-bezogen. Sie hat nur wenige Freunde. Aha. Mhm, na dann reden wir doch mal mit ihr. Kai, hi, magst du Pokémon? Nein, ich frage dich. Was? Du bist komisch. Oh mein Gott, kann unser Charakter tatsächlich reden? Das Nachahmen aufgeben? Aber das ist meine allerliebste Beschäftigung, ja. Viel Spaß, würde mich voll abnerven. Ich mag Leute nicht, die mich ständig nachmachen. Das ist einfach nur echt nervy, Mann. Also nicht einfach nur, weil sie sagen, ja, es gibt immer wieder Leute, die dann mir in Spruch mopsen. Das finde ich nicht schlimm. Aber wenn dann irgendjemand ankommt und. Also, das sind nur die Leute, die einen denn mit Absicht nachmachen, nur damit sie sagen können. Wo kann man denn den scheiß Magnetzug anmachen? Ich such du bloß den Startknopf für die beschissene Magnetbahn. Ich hau die Arena-Leiterin jetzt um. Denn die alte Tussi find ich dumm. Oh nein. Jetzt muss ich hier kotzen, hier muss ich Trainer kloppen, hab ich keinen Bock drauf. Wir machen das jetzt. True, aber du bist der Spezialist für... keine Ahnung was. Für keine Ahnung, du bist der Spezialist für keine Ahnung was, genau. So, Münzamulett. So. Ich will Geld, Geier. Die Kraft aller derer, die du besiegt hast, offenbart sich mir. What the fuck? Hör auf mich zu swoodoon, dann swoodo ich zurück. Brains! Anastasia, die ist aber voll derp. Traumato. Oh, das ist nämlich dieses scheiß Traumato-Spiel aus Pokémon Stadium 1. Nein, nicht gut. Ja, es reicht nicht. Nein, der trifft mich mit Giftwolke. Hier sind die Sterne und geh einfach hoppen. Geh einfach hoppen. Swoot! Gift schadet mir, ist mir egal. Clash Boom Bang. Clash Boom Bang sozusagen. Haha, Geld geil. So. Muss ich sagen, machen wir mal schnell das Gift weg. Wir haben ja ganz viele Hyperheiler im Petto. Und. So. Ich habe keine Ahnung, wie die Teleporter hier funktionieren. Wie konnte man immer einfach irgendwie nur noch. Ja, laber mir nicht voll, du Keks. So, ich mache die jetzt einfach so, die Kämpfe. Ist mir egal. Clash Boom Bang. In the face. Na, du bist stärker als meine Seele. Ja, sowieso. So, so. Und ich glaube, immer nur hoch, runter. Je nachdem, wo man halt landet. Ja. Tschüss, Mann. Pangimov. Zugabe, das funktioniert voll gut. Ich wusste gar nicht, dass Zugabe schon eine zweite Generation gehabt. Mann, oh, ein Owaiowai. Da würde ich mal sagen, mach mal Owaiowai-Salat raus. Oder ein Brat-Owaiowai. Spiegel-Owaiowai. Da kommt noch eins. Klatsch, 6 Eier mit einem Schlag aufgehauen. Cool, das hat Style. Muss man auch erstmal drauf haben, so. Ja, hi Oma. Ich kann in deine Seele blicken. Daphne. Schnauzer. Ein Lo. Okay, ich hör auf. So, Knacks. Oh nein, der erhält mehr Treffer. Mann, aber du musst mal echt mal durchgrinsen und nicht immer durchkitzeln. Das ist nicht gut. Ich hab verloren.
Oh, wir sind da, Leute. So, aufs Maul. Ich wusste, dass du... Was, du hast mich in der Vision vor 3 Jahren gesehen? Als Leiterin ist es meine Pflicht, all denen deinen Ohren zu geben, die es sich als Würde erweisen haben. Dadurch wünscht, werde ich es dir meine psychischen Kräfte zeigen. Nö. Ich hab doch gar nichts gewünscht. Die sehen immer irgendwelche Sachen, die sie nicht sehen sollen. So. Die Sabrina. Oh, du Faker. Das ist unser... Ja, nee, und das ist viel cooler. So, Klatschboomen. Autsch, das könnte... Wow, what the fuck. Ganz schön wehtun. Aber Fliegen sollte ausreichen. Ist ein bisschen stärker als Flügelschlag. So, da kommt ein Pantimos. Pantimos, Pantimos. So, Dracano, das machst du. Ich weiß, das hält bestimmt ein bisschen was aus. Ist mir egal. Es burnt. Barriere, das kannst du gerne machen. Der Feuerschlag wird dich sowieso fisten. Simsala, das boxe ich auch weg. Hier, Crimson Burn. Reflektor, yeah, das ist total cool, wenn dein Kumpel schon Barriere eingesetzt hat und du siehst, dass ich eigentlich Spezialtag benutze. Du bist dauernd Sumpfohren Geld. Sumpfohren Geld, Geld, Geld. So, Sumpfohren Geld, Geld, ja, beliebter Champ. So, Keks, wieder raus hier. Ich will raus hier. Hilfe, lass mich raus. Oh, da war ich. Nein. Nein, halt, wieder zurück, so rum. So. Draußen. Schön. Und 2 Ohren. So, schön, ne? Ist so gut. Du, du, lilulu, ich gehe ins Poke-Center und heil die Pokémon. Ich hoffe, das stört niemand, dass ich spule. Aber ganz ehrlich, will sich das jetzt hier jemand komplett ankicken? Das ist ja lame. Das ist einfach nur bla, blub, Keks. So, ist jetzt die Magnetbahn vielleicht in Aktivität und so. Das wäre voll geil. Dann könnte ich schnell in meine Heimat und mal was machen. Du, du, du. Es tut mir leid. Oh, wie aktiviert man diesen Scheiß? Ich denke mal, das wird noch jemand in die Kommentare schreiben. Ich hoffe es jedenfalls. Denn ich habe gar keinen Bock darauf, das da zu suchen. Das ist mir zu dödeldumm. So, jetzt sind wir in Prismania City. Jetzt können wir hier in die Spielhalle gehen. Und jetzt würde mich mal interessieren, folgende Sachen. Hey. Quapo. Damals war es noch ein Quapsel, glaube ich. Oder ein Quapuzzi. Ich weiß es wirklich nicht. Sind die hier nicht genauso, die Dinger? Nee, hier gibt's nur die Dinger. Ja, ich habe 106 Münzen. Ah, guck mal hier. Hey, hinter diesem Poster, da ist nichts. Oh, oh nein, es ist verschwunden von damals. Münzen kosten 1000. 500 kosten 10.000. Ih, wie geldgeil. Oh, das ist voll teuer. Mhm. Ja, ja. Spielhalle wie sonst auch. So, kann man hier eintauschen? Willkommen, wir tauschen eine Münzen gegen eine Farbe, erste Preise. Boah, 15 ist Hyperstrahl, 29 weiß ich nicht und 32 weiß ich auch nicht. Das ist, glaube ich, Doppelteam. 29 war Psychokinese, genau. Hyperstrahl, In manchen Editionen kann man die einfach so kaufen für ein paar Tausend oder so. Oh, Pikachu, Porygon. Oh, Lavita, cool. Das wäre stylisch. Ich mag Lavita. Ich finde das einfach nur putzig und die Weiterentwicklung ist einfach nur epic. Das Pokémon hat eine Entwicklungsreihenfolge von sweet bis weird to epic. Einfach nur cool irgendwie. So, hier ist doch wieder ein fettes Relaxo, ne? Nö, hier ist kein fettes Relaxo. What the fuck? Wieso ist hier kein fettes Relaxo? Egal, ist ja halt keines fettes Relaxo. Das ist mir doch ganz egal. So, schnipseln wir mal ganz kurz hier mal. Was geht's hier? Was gibt's hier für Pokémon? Ich war weg damit. Steht's auf der Liste? Hab ich gar nicht geguckt. Derp. Nö, keiner will ein ekliger Schleimhaufen sein. Kann ich nachvollziehen. So, du gibst mir Fliegen vor allem. Wir haben das Radweg des Fluss deiner City. Ja, das ist ja wirklich schön. So. Ja, Schnipselmodus, Schlitz und sozusagen. So, jetzt können wir schon die 4. Arena machen, Leute. So, hier Schnitzelmodus. Dauern. Ey, du Oppi, spannst du immer noch hier? Die Pokémon Arena ist nur für Mädchen. Und wieso findest du das als Mann toll? Ja? Du notgeiler Sack, du Alter. Das ist der Pedobärenverkleidung. Ich sag es euch. So, Leute, ich glaube, das war's für die heutige Folge. Ich werde jetzt die Aufnahme weg. Kriegst sonst einen dicken, fetten Rappel, Mann. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich danke euch wieder mal vielmals fürs Zusehen. Bis dann wieder mal. Macht's gut. Haut rein. Tschüssikowski und ciao.